Lieben, heute zeige ich euch mal eine arabische Nachspeise. Genauer gesagt zeige ich euch eines der beliebtesten libanesischen Desserts, Layali Libanan. Es bedeutet libanesische Nächte. Es ist eine Art Grießpudding, was orientalisch angehaucht ist, mit einer wundervollen Creme geschichtet und mit leckeren Nüssen bestreut. Und das alles in den Farben der libanesischen Flagge. Also, wenn du sehen willst, wie ich dieses wundervolle Dessert zubereite, dann bleib dran. Hier kommen jetzt die Zutaten. An Zutaten habe ich hier feinen Hartweizengrieß, Sahne, Vollmilch, Zucker und last but not least Orangenblütenwasser. Wenn ihr kein Orangenblütenwasser mögt, dann könnt ihr alternativ zu Rosenwasser greifen. Ich gebe jetzt all meine Zutaten bis auf das Orangenblütenwasser in meinem Topf, lasse das Ganze schön aufkochen, bis die Masse schön eindickt und ja, eine puddingartige Konsistenz entsteht. So, das ist jetzt die perfekte Konsistenz für unseren Pudding. So muss die Konsistenz sein. Jetzt schalte ich an dieser Stelle den Herd aus. So, das Orangenblütenwasser gebe ich jetzt hinein und rühre das schön unter. Und dann ist auch unser Pudding schon fertig. Es gibt zwei Varianten, wie ihr den Pudding schön anrichten könnt. Entweder könnt ihr den in großer Menge in eine Auflaufform geben oder halt in Gläser portionieren. Ich persönlich bevorzuge eher diese Variante, weil ich so kleine, schöne, einzelne Portionen sehr mag, gerade an Ramadan. Und außerdem finde ich, so lässt sich das irgendwie besser essen, denn ja, schließlich ist das Auge ja mit. Ich lasse jetzt meinen Pudding zuerst bei Zimmertemperatur noch etwas abkühlen, bevor er in den Kühlschrank wandert und lasse ihn da ca. 2 Stunden gut kalt werden. In der Zwischenzeit bereite ich Atar und meine Creme vor. Ich beginne mit dem Sirup. Dafür einfach Zucker, Wasser und einen Spritzer Zitronensaft 2 bis 3 Minuten aufkochen und ebenfalls abkühlen lassen. Für meine Creme kombiniere ich hier Kaimak und Sahne. Ihr könnt aber auch stattdessen, also statt Kaimak, Mascarpone nehmen. Dafür rühre ich zunächst die eiskalte Sahne steif. Ich habe hier noch einen Esslöffel Sanapat hinzugefügt, damit sie schön standfest bleibt. Und rühre zum Schluss meinen Kaimak kurz unter und stelle die Creme ebenfalls in den Kühlschrank, bis der Pudding halt komplett ausgekühlt ist. Thank you.
Yesala. Leute, ich kann es kaum abwarten, dieses Dessert nach dem Fastenbrechen zu genießen. Es ist wirklich, es riecht traumhaft. Also wie tausend eine Nacht, wirklich. Erinnert mich ein bisschen an Marokko durch dieses Orangenblütenwasser. Lecker. Also, zum Glück ist nicht mehr lange. Also, probiert es auf jeden Fall aus. Wenn du es nachmachen willst, dann findest du das Rezept in der Infobox verlinkt. Also Leute, ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe extremen Unfluss jetzt bekommen. Ich mache dann mal weiter, bevor irgendetwas passiert, bevor ich aus Versehen meinen Finger da reinstecke. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.